Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Maximilianeum. Heute geht es um eine aus meiner Sicht hinreichend unerfreuliche Frage, zumindest einen unerfreulichen Sachverhalt. Die Frage dazu kommt vom Andi aus Kempten, der in den Medien wahrgenommen hat, dass es jetzt ein neues Bundesinfektionsschutzgesetz, sperriger Name, geben soll und dass das Ziel davon ist, mehr Kompetenzen in der Corona-Politik aus den Bundesländern an die Spree nach Berlin zu verlagern. Und jetzt möchte der Andi von mir wissen, wie denn wir bei Freien Wähler als Teil der bayerischen Staatsregierung zu dieser Idee stehen. Ja, Andi, deshalb ein ärgerliches Thema, weil wir dazu natürlich eine glasklare Position haben und die besteht darin, dass wir das für großen Unsinn halten. In den vergangenen Wochen hat nach meiner festen Überzeugung keine politische Ebene mehr Fehler im Corona-Krisenmanagement gemacht als die Bundesebene. Ganz egal, ob beim Impfdebakel, beim Testdesaster oder bei diesem ganzen Chaos um die Osterruhe, da ist jede Menge Vertrauen verloren gegangen. Und es liegt ehrlicherweise an die außerhalb meiner Vorstellungskraft, dass man dieses Vertrauen, und auf das sind wir ja zwingend angewiesen in der Corona-Krise, jetzt ausgerechnet dadurch wieder zurückgewinnen könnte, dass man geradezu den Bock zum Gärtner macht, also noch mehr Kompetenzen auf diejenigen verlagert, die in den letzten Wochen am allermeisten vergeigt haben. Ganz im Gegenteil, war unser bayerischer Weg bisher sehr erfolgreich. Ja, es ist doch so, dass gerade der Föderalismus in Deutschland ein Riesenvorteil ist bei der Krisenbewältigung. Ganz einfach deshalb, weil das Infektionsgeschehen in unterschiedlichen Regionen sehr unterschiedlich verläuft. Und da gibt es doch gar nichts Besseres, als die Chance zu haben, auch in unterschiedlichen Regionen verschieden je angemessen darauf reagieren zu können. Ja, und auch verschiedene Dinge, wie beispielsweise das von uns Freien Wählern vorgeschlagene Konzept des Freitestens, auch mal in bestimmten Regionen ausprobieren zu können und dann, wenn es für gut befunden wird, das Ganze vielleicht überregional auszurollen. Also mit anderen Worten, Föderalismus ist doch eigentlich Trumpf in dieser Krise und das zeigt sich auch in den Zahlen. In Frankreich, im Zentralstaat, gibt es bedeutend mehr Tote. Dort wurden bedeutend mehr Landsleute an Corona verloren als im föderalen Deutschland. Will heißen, der Zentralstaat ist ganz sicher nicht die Lösung. Ganz im Gegenteil, viel sinnvoller ist es, in föderalen Strukturen unterwegs zu sein. Und deshalb ist es nachgerade sinnbefreit, so etwas wie unseren erfolgreichen bayerischen Weg, die bisherige Corona-Krisenmanagement-Strategie der Staatsregierung aus Freien Wählern und CSU jetzt nach Berlin zu verkaufen und die Entscheidungsgewalt in Berlin zu verfußen. Wir brauchen keinen Oberschiedsrichter in Berlin, der uns von der Spree aus sagt, wo und wann man in Bayern nach 21 Uhr noch ohne seinen Hund vor die Haustür gehen darf. Das können wir in Bayern gut selber machen. Ich habe Verständnis dafür, dass unser Koalitionspartner dieses Wahn der bayerischen Interessen derzeit im Rennen um die Kanzlerfrage nicht so, wie man das von der CSU eigentlich gewohnt ist, ausleben kann, ja, dass man sich da bei unseren Partnern ein bisschen mehr den Berliner Interessen beugen muss, als das eigentlich für die CSU üblich ist, ja, die DNA der CSU ist. Aber umso mehr müssen wir Freien Wähler jetzt nach meiner festen Überzeugung diese Rolle übernehmen, auf unser Land und seine Menschen schauen, auf bayerische Interessen schauen. Und diese bayerischen Interessen auch gegenüber Berliner Übergriffigkeiten verteidigen. Das ist das, was wir machen wollen, auch im Bundesrat. Wenn es im Bundesrat, so haben wir das gestern Abend im erweiterten Fraktionsvorstand und heute im Fraktionsvorstand noch einmal beschlossen, eine Entscheidung geben sollte über dieses Bundesinfektionsschutzgesetz, dann werden wir Freien Wähler diesen Unsinn ablehnen und damit dafür sorgen, dass Bayern sich, auch wenn die CSU zustimmt, enthalten muss. Noch schlimmer fände ich es ehrlicherweise, und das sage ich mehr als Politikwissenschaftler, denn als Abgeordneter, wenn im Bundesrat gar kein zustimmungspflichtiges Gesetz auf den Weg gebracht werden würde, wenn also die Länder gar nicht gefragt werden würden, ob sie bereit sind, ihre eigene Entscheidungsgewalt auf den Bund abzugeben. Das fände ich noch abstruser. Also zusammengefasst an die ganz klare Position, nicht den Bock zum Gärtner machen, beim Subsidiarität. Solidaritätsprinzip bleiben, den klugen, erfolgreichen bayerischen Weg in der Corona-Krisenbewältigung weitergehen. Gibt überhaupt gar keine Not, unsere Kompetenzen denjenigen in Berlin zu geben, die in den letzten Wochen mehr als alle anderen bewiesen haben, dass sie es nicht können. Wir sind gegen dieses Bundesinfektionsschutzgesetz.
Wenn auch ihr wieder Andi eine Frage habt, dann postet sie wie immer entweder unten in den Kommentaren oder schreibt uns gerne eine Mail. Dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn es wieder heißt Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.